Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prison Architect, wo wir heute eine schnubbelige Krankenstation bauen werden. Zum Beispiel dahin. Und ja, da bin ich mal gespannt. Ich müsste nämlich da unten den armen kleinen Knilch, der die ganze Zeit schon rumhängt, den müssen wir mal dringend müssen wir den mal behandeln. Und dazu gibt es, glaube ich, auch einen Zuschuss. Nicht wahr? Genau, Häftlingsgesundheit und Wohlergehen. Bauen Sie eine Krankenstation mit mindestens 2 Ärzten und stellen Sie einen Psychologen ein. Sehr, sehr gut. Oje, oje, oje. Die schweren Jungs hier machen Randale. Jetzt gucken wir mal, was ist hier los. So, die duschen hier ganz friedlich, aber steht alles unter Wasser. Sehr gut. Da müssen wir vielleicht hier vor den... Warte mal. Na, man könnte... Was? Hier. Hier auch noch so ein paar Abflüsse davor machen. So, die Jungs hier hingegen, die duschen gar nicht. Die sind alle nicht zufrieden, weil es ist aber auch sauig in diesem Knast hier. Wo sind denn jetzt hier die Vorarbeiter, Gärtner, Hausmeister? Pass auf, erstmal hier Personal. 4 Hausmeister. 4 Gärtner. Und die Gärtner, die könnten schon mal mit einem Forstbetrieb anfangen, wenn man Geld reinkriegt. Die sollten sich dann eigentlich rechnen. Aber was ist denn jetzt mit den... Warum sind die so unzufrieden? Außerdem haben wir zu wenig Wachen. Guck mal. 3 arbeiten ausführend, einer macht Pause. Wir müssen auch noch die Einteilung machen, wer wann wo was machen soll. Sicherheitschef, 10 Wachen, Patrouillen. Okay, das können wir auch machen. Das ist nämlich das, was wir eh gerade machen wollen. Erstmal mehr Wachen. So. 10 Wachen. Sicherheitschef haben wir schon. Der hat hier irgendwo sein Büro. Hier sind die neuen Knacki. Was ist das denn hier? Ah, der hat noch Zivilkleidung an, oder was? Trotzdem. Bedürfnis. Freiheit. Aha. Personalbedürfnisse haben wir jetzt noch gar nicht eingestellt. Die sind jetzt unter der Dusche. Danach haben die Freizeit. Dann nichts, dann Freizeit. Da werden die im nächsten, werden die dann arbeiten müssen in der Zeit. Das gibt's ja nicht. Sind wütend, weil das Bedürfnis nicht erfüllt wird. Okay. Also, wird gleich erfüllt. Sollte eigentlich passen. Krankenstation und 2 Ärzte. Ist noch nicht so weit, okay. Ja, ich glaube, wir kommen nicht drum rum, dass wir uns mal mit den Dienstplänen befassen. Jetzt mal kurz. Folgendes. Logistik. Falsch. Einsatz. So. Okay. Wir sollten während der Duschzeit von 7 bis 8 Uhr Wachen in den Duschen haben. Richtig? Wie ging denn das? Ach nee, das ist hier, ne? So, grün. Warte mal, Wachen weisen Sie, Wachen zu... Bereich priorisieren, Bereich Hausmeister, Bereich Gärtner. Richtung Häftlinge, allgemein. Freigeschaltet. Was ist das? Das kann ich ja nicht lesen, warte mal. Benutzerdefinierter Trakt. Ah, okay. So. Ich habe mir ja damals schon mal einen abgebrochen bei diesem Wacheneinsteller. Einsatzplaner, grün. Aber wie war das noch? Grün. Rot. Violett. Gelb. Hellblau.
Wenn ich jetzt hier Wachen reinschicke. Oder war es Patrouillen? Guck mal, blaue Patrouille. Hundepatrouille. Aber das wäre ja dann zu einer bestimmten Zeit, ne? Oh, das muss ich mir gleich nochmal angucken. Da bin ich jetzt gerade überfragt. Aber wir machen mal Folgendes. Den Wacheinsatz trotzdem nochmal hier wieder einteilen. Also hier soll immer eine Wache sein, da soll immer eine Wache sein. Und solange das noch nicht vernünftig ist hier, brauchen wir wirklich überall. Hier sollten vielleicht sogar zwei Wachen sein. Überall die Wachen. Und dann haben wir, wenn wir das jetzt... Das ist natürlich Wahnsinn, ne? Dass die ganze Zeit in der Dusche rumstehen, aber... Ja. Teilen Sie drei Wachen Patrouillenrouten zu. Ah! Drei Wachen? Okay. Blaue Patrouille. Die blaue Patrouille patrouilliert hier an der Tür. Okay. So. Damit die Tür mal geöffnet wird. Dann. Eine Patrouille, die hier so lang geht. Die werden wir natürlich gleich schon mal verändern müssen, weil wir hier umbauen. Und eine Patrouille, die hier auf dem Hof patrouilliert. Und zu wenig Wachen haben wir auch. Da stellen wir nochmal vier Stück ein. Gut, damit kriegen wir den Zuschuss. Und jetzt haben wir jede Menge Wachen, die rumlaufen. Aber das ist alles noch nicht so ganz sinnvoll. Das hätte ich gerne automatisiert hier oben und so weiter. Und natürlich auch nur zu bestimmten Zeiten. So, was macht unsere Krankenstation? Das hat ja alles, also quasi fast genauso geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber auch nur fast. Das ärgert mich wieder. Ich kann das nicht haben, sowas. Das muss weg. Das muss weg! Das geht nicht. Das geht nicht hier in meinen inneren... Mein innerer Monk rebelliert da. So. Dann. Krankenstation ist gefragt. Und eventuell können wir dann hier draußen noch so eine Kapelle hinmachen, ne? Irgendwie. Irgendwo. Schlafsaal. Was? Forstbetrieb, Putzmittelschrank, Sicherheit. Ah, haben wir noch nicht erforscht, ne? Hier, Gesundheit, zack. Gut. Voll gut. Dann hier entriegelt. Und Wände abreißen. Ja, das mit den Lampen hier ist gar nicht mehr so schlecht, ne? Funktioniert ganz gut. Okay, prima. Dann würde ich sagen, wir vergrößern einfach mal unser Gefängnis jetzt, weil wir haben ein bisschen Kapital. Und zwar so, dass wir auch noch einplanen, die Wäscherei zu bauen. Denn das, also irgendwie scheint ja wirklich... hier, Bedürfnisse, Kleidung. Gerade aktiv Freiheit und Komfort, sehr schön. Scheint denen wirklich auch ein Anliegen zu sein. Und dann lassen wir die doch einfach mal ihre eigene Wäsche waschen hier. Nicht schmutzige Wäsche waschen, sondern mal die eigene Wäsche waschen. Welche waschen? Welche waschen? So, pass auf. Wir klauen uns mal das hier. Und basteln das damit dran.
Das Ding ist jetzt, wenn wir jetzt hier noch eine Wäscherei hinknallen, das ist mir hier zu eng. Irgendwie. Über die Waschmaschinen, ne? Und dann, andererseits, wenn man so eine ganz längliche Wäscherei hat, hat das einen Vorteil, dass die sehr große Bereiche des Gefängnisses hier so abdeckt. Weißt du, wie ich meine? Was braucht man denn in der Wäscherei? Da braucht man... Können wir aber den Raum anlegen. Haben wir den überhaupt schon? Müllraum. Sicherheit. Ah, Forstbetrieb. Rezeption, genau, da wollte ich noch hinaus drauf. Und zwar würde ich gerne hier das Ding hier. Sobald der arme Kerl hier, oh, der tut mir so leid, der Gareth Hare. Oh, der Arme. Der kommt hier aus dem Knast raus, ne? Der wird irgendwann entlassen. Da hat er schon seine ganze Zeit... Doch. Der Arme, ey. Da wird der entlassen und ist immer noch verletzt, so seit dem ersten Tag, wo er hier war. Oh nee, oh nee, oh nee. Da würde ich hier gerne diese Einführungszelle in einen Empfangsbereich umwandeln. Das war von Anfang an auch meine Absicht. Da habe ich vorausschauend mitgedacht. So, 8, 16, 24, 16, das würde passen. Und hier wird angefangen zu montieren. So, gucken wir mal kurz. Ausbildung, Recht, Gefängnisarbeit, Gesundheit, Waffenkammer, Steuererleichterung, zum Tode verurteilt, nein, kleinere Zellen, Waldarbeit, Kochen, Putzen, sehr gut. Oder wir bauen dann hier oben so eine Wäschereikammer hin, wo der See ist. Weil wir hier eh nicht drumherum kommen, ne? Können wir mal gucken, wie weit wir hier mit Fundament kommen. Was macht der dann hier, oder was? Der ist ja zickig. So. Ja, aber die Bedürfnisse haben sich schon wieder gewandelt. Sehr gut. Sieht also schon wieder besser aus. Ich hoffe, das kann hier noch die Aorta werden. Weil der See hier schon ein ganz schönes Stück nah dran ist. Können wir da eventuell planieren hier? Nee, ne? Den See? Nein. So, jetzt. Wände abreißen. Einmal hier runter, bitte. Danke. Jetzt haben die wieder die dreckigen Lampen hingebaut. Da muss ich am Anfang dran denken, die abzureißen. Mann. So, was ist denn jetzt los? Achso, da fehlt noch Wasser. Versorgung. Okay. So, und es fehlt hier unten noch an Strömen. Gehen wir die mal da lang. Da lang. Und da lang. Okay. So, die Idee, dass wir hier oben so eine Wäscherei reinbauen, könnte man machen, ne? Nö. Da oben passt das nicht hin. Dann würde der Aorta-Weg hier unten verlaufen. Das heißt, wir können hier jetzt mal den schnellen Boden reinpacken. Betonplatten. Schnell. So. Und dann da lang.
So. Was ist hier? Achso, das ist ja gar nicht angeschlossen. Sehr schlau von mir. So vielleicht. Und hier oben? Die kommt da überhaupt nicht ran. Okay. Das ist ja blöd. Dann machen wir es mal so. Genau. Und jetzt war mein Plan, dass wir eventuell dann diese Wäscherei nochmal mit blauen Wänden. So. So hier reinbauen. Guck mal, wie schön. Aber ich finde es auch sowieso sehr schön jetzt mit unterschiedlichen farbigen Wänden. Es ist ja nur schade, dass da, ne, also, dass man so tote Ecken hat, aber gut. So, Gefängnisarbeit ist genehmigt, haben wir also. Waldarbeit schalten wir auch mal frei, aber... Ausbildung brauchen wir auch. Okay, so. Dann. Raum. Laden, Sportsaal, Bücherei, Postraum, Wäscherei. Ja. Gut. Und dann müssen wir, glaube ich, müssen wir die erst ausbilden für die Wäscherei, das weiß ich gerade gar nicht. Und wir brauchen Bügelbretter, Waschmaschinen. So. Das wird direkt hier die ganz große Wäscherei hier. So. Und von den Dingern wissen wir ja schon, kann man nie genug haben in einem Gefängnis. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge weiß ich dann hoffentlich, wie das funktioniert mit dem Zeit, also nach Zeit in den Räumen. Das planen wir dann. Und wir nehmen die Wäscherei in Betrieb, wo die Knackis dann endlich frische Wäsche bekommen. Das wird auf jeden Fall hervorragend. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.